Ein Alkohol- und Drogenrausch hätte ihn banal das Leben gekostet. Ein 20-Jähriger torkelte verbotenerweise in der Ausfahrt eines Parkhauses herum und wurde von einem Auto überrollt. Samstag in der Hamburger Innenstadt um 15.20 Uhr. Eine 36-Jährige will mit ihrem Opel das Parkhaus in Richtung der Straße verlassen. Mit ihrem Wagen sitzt ihre 12 Jahre alte Tochter. In der rechtsdrehenden Ausfahrt mit starkem Gefälle übersieht die Fahrerin den 20-Jährigen, der sich auf der Fahrbahn aufhält. Der junge Mann wird von der Limousine regelrecht überrollt. Er leidet diverse Knochenbrüche und eine schwere Kopfverletzung. Mutter und Tochter erleiden Schocks und müssen ebenfalls medizinisch betreut werden. Ob der Mann in der Ausfahrt stand, saß oder lag, ist laut Polizei noch unklar. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass er unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss gestanden hat. Auch, was ist denn hier dran?